Hallo YouTube und willkommen zu einem kurzen Technik-Faultier-Video. Einige haben es ja heute Mittag auf Twitter gesehen und mitbekommen, ich habe nun mein drittes iPhone 6S Plus. Warum und wieso das so ist, erkläre ich ganz kurz, weil doch einige nachgefragt haben. Zur Erinnerung, genau vor einer Woche habe ich im Apple Store in Düsseldorf mein erstes iPhone 6S Plus gegen ein zweites iPhone ausgetauscht, weil ich ein GPS- und Kompassproblem hatte. Das zweite Gerät konnte ich leider im Store direkt nicht einrichten, weil da war nachmittags das WLAN ausgefallen. Und so bekam ich das iPhone dann in so einer schlustigen Schutzhülle, beziehungsweise einfach das Screen- und Rückseitencover war noch drauf. SIM-Karte wurde ausgetauscht, aber ich habe mir das Gerät nicht angeguckt. Damit bin ich dann nach Hause und habe es dann später im Tage dann eingerichtet. Und da habe ich dann auch das Erklärvideo dazu gemacht und Folgendes dazu gesagt. Beim Einschalten habe ich dann direkt nach Pixelfehlern und Ausleuchtungsproblemen gesucht. Nein, alles okay. Ich bin also hingegangen und habe erstmal nach Pixelfehlern gesucht und Ausleuchtung. Da war alles okay. Dann habe ich hingegangen und ob der GPS-Fehler nochmal aufgetreten ist. Nein, war alles super. Das, was ich im ersten Moment gar nicht untersucht habe, weil man es auch gar nicht erwartet, war, ob das Display kratzerfrei war. Und das habe ich in der Tat nicht gemacht und habe es, weil man erwartet das ja auch gar nicht, weder bei einem neuen Gerät als auch bei einem refurbischten Gerät, weil ja da angeblich auch das Glas immer mit getauscht wird. Abends bin ich dann fast hinten übergefallen, denn ich habe mir dann im ausgeschalteten Zustand das Display nochmal genau angeguckt und hier waren jede Menge Kratzer drauf. Unten so zwei, drei richtig dicke und dann unzählige an der Seite, ganz viele kleine Mini-Kratzer. Ich habe keine Ahnung, wie die da reingekommen sein könnten. Von mir waren sie jedenfalls nicht. Wenn da jetzt ein Kratzer drin gewesen wäre, hätte ich gesagt, klar, wie auch immer der da reingekommen ist. Aber so viele 1000 Kratzer konnte ich da gar nicht reinmachen. Und zum Vergleich, ich habe hier immer noch mein iPhone 6 Plus vom letzten Jahr und sogar noch das 5S von davor dem Jahr. Hab mir die dann auch nochmal angeguckt, hab die dann auch heute nochmal in den Apple Store genommen, falls da jemand sagt, du hast da Kratzer reingemacht, weil die sind komplett kratzerfrei. Das, was bei mir aber immer sofort verkratzt, ist der glänzende Apfel auf der Rückseite. Und der war dann beim zweiten iPhone lustigerweise komplett kratzerfrei. Also das Display war komplett zerkratzt, das iPhone an sich war aber Top 1A in einem super Zustand. Das heißt, entweder war es ein refurbishedes Gerät, wo dann einer das Display nicht ausgetauscht hat oder in die falsche Displaykiste gegriffen hat, oder aber bei der Produktion ist den, was weiß ich, die haben das einmal durch die Sandmühle gejagt, das Display, so wie das aussah. So, zweiter Tipp an dieser Stelle, wenn man davon einen Screenshot macht, dann sieht man nicht die Kratzer, dann sieht das so aus. Man sollte auch das Display fotografieren. Das ist dann so eine Sache, guck mal hier, ich habe einen Kratzer auf dem Display, Screenshot machen und per WhatsApp rumschicken oder sowas. Das funktioniert nicht und deswegen konnte ich da jetzt auch, ich hätte ein Bild gemacht, um das zu zeigen, habe ich jetzt aber nicht. Dann war meine größte Angst, jetzt denkt Apple, ich habe den Kratzer reingemacht. So, also Donnerstag direkt angerufen und denen dann geschildert, Leute, was machen wir jetzt? Dann sagen die natürlich im Apple Store, da müssen sie leider nochmal zu uns reinkommen. So, dann denkt man sich natürlich am Samstag vor Weihnachten, das wäre nichts geworden, also bin ich dann heute ganz früh um 10 Uhr stand ich im Apple Store Düsseldorf auf der Matte. Da war richtig was los vor der Tür. Ich hatte schon fast gedacht, die bringen ein neues Gerät raus, aber nein, das ist dann der allmorgendliche normale Andrang. Da standen doch so 20 bis 30 Leute und um halt Geräte abzugeben, um ohne Termine aufzuschlagen, um halt dazwischen genommen zu werden oder halt um die defekten Geräte oder die reparaturbedürftigen Geräte wieder abzuholen. So, und dann bin ich so als 15. bis 20. in den Store dann rein, dann nach vorne, nein, ich habe keinen Termin. Und dann kam direkt einer und ich wurde jetzt unsicher, will der erstmal einen Termin von mir, mit mir aufnehmen, vereinbaren, so nach dem Motto, komm, in einer Stunde, anderthalb wieder. Nein, das war direkt ein Genius, der frei war. Und dann konnte ich mit dem das direkt klären. Und ich sag mal so, das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass anscheinend bei Austauschgeräten dann doch da, die nicht so perfekt da sind. Die haben sogar eine eigene Bezeichnung dafür. Irgendwie sowas, kosmetische Schäden kurz nach dem Austausch. Also, das hat den überhaupt nicht gestört. Ich war im Geiste schon wirklich drauf auf Krawall gebürstet oder zu sagen, Leute, ich habe die Kratzer da nicht reingemacht. Ich weiß, ich bin jetzt genau eine Woche erst später, aber ich habe mich am Donnerstag, einen Tag danach direkt gemeldet, dass da Kratzer drin sind. Das hat die überhaupt nicht interessiert und das finde ich dann wieder auch ganz nett, dass die dann beim Service so denken, Jung, dein Gerät war nicht okay. Wir tauschen sie natürlich aus, so lange aus, beziehungsweise so aus, dass du zufrieden bist. Dann hat er auch direkt eins kommen lassen. Wir haben das Gerät ausgepackt. Wir haben es beide mit Argusaugen betrachtet. Diesmal war ich dann clever und habe es dann auch wirklich direkt angeguckt und auch im Store dann wieder hergestellt. So, das ist also jetzt hier, also das ist jetzt Rosalinde 3.0.
Da funktioniert alles. Auch das GPS habe ich dann als nächstes getestet, wo ich dann dachte, oh, jetzt habe ich vielleicht meine alte Möhre als Refurbished-Gerät einfach wiederbekommen. Da wäre dann noch der GPS-Fehler. Nein, funktioniert anscheinend auch. Wobei, Klopf auf Holz, mal gucken, was sich da noch tut. Also, das ist an dieser Stelle ganz kurz noch die Geschichte, warum ich jetzt ein drittes iPhone 6s Plus habe. An zweiter Stelle der Hinweis, wenn ihr ein Austauschgerät kriegt von Apple, selbst da ist nicht alles Gold, was glänzt. Deswegen guckt es euch auch wirklich an, ob da alles zufrieden ist. Und das gerade für mich der Hinweis, beim Display nicht nur auf Pixelfehler und Ausleuchtung zu achten, sondern auch der Punkt, mit dem man eigentlich nicht rechnen müsste, ob das Gerät denn wirklich kratzerfrei ist. So, und an dritter Stelle dann, ich habe in letzter Zeit viel auf dem Apple Service rumgeklopft oder rumgeschlagen, so wie, nicht wie mies, aber doch wie enttäuschend er doch inzwischen geworden ist, wie früher alles besser war. Aber gerade heute der Service, früh beim Store da sein, direkt rein, direkt drangenommen zu werden, das Gerät problemlos ausgetauscht zu bekommen, das ist wieder etwas, also so lobe ich mir das wieder. So, aber das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!